Ja, Deutschland ist in den letzten Jahren sehr viel ungleicher geworden. Die Folgen davon sind, dass Menschen abgehängt werden. Das schafft ein Potenzial von Unzufriedenheit und das wiederum ist ein Potenzial, das irgendwann in der Gesellschaft auch explodieren kann. Wir messen Lebensverhältnisse ja an unterschiedlichen Indikatoren. Das sind die Anzahl an Arbeitsplätzen, die den Menschen zur Verfügung stehen. Wie weit ist es entfernt bis zum nächsten Flughafen? Wie viele Gymnasien gibt es? Wie viele Ärzte sind vor Ort? Also ganz unterschiedliche Indikatoren. Und der wichtigste ist sicher die Wirtschaftskraft. Und das ist auch stark abhängig davon, ob Arbeitsplätze angeboten werden oder nicht. Doch wir können das mit den Daten der Arbeitsmarktstatistik sehr genau sehen, wo viele Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. Und dort gehen die Menschen ja auch hin. Und das sind vor allem eben Großstädte. Wir haben ein Süd-Nord-Gefälle und wir haben natürlich das West-Ost-Gefälle, wo wir sagen können, im Westen geht es insgesamt, ist es noch besser. Deswegen ist die Demografie, also die Abwanderung und damit auch die Konsequenzen des demografischen Wandels eine Folge von ungleichwertigen Lebensverhältnissen, von ungleicher Ausstattung mit Infrastruktur, also ärztlicher Versorgung. Und wenn Menschen mit zunehmendem Alter sich sorgen, ob sie noch zu einem Arzt kommen, dann überlegen sie selbstverständlich, ob ich dann doch in die nächstgelegene Stadt hinziehen, um doch dann doch in der Nähe des Krankenhauses oder der ärztlichen Versorgung zu sein. Natürlich vielen Sachen wahrlich immer noch im strukturschwachen Land oder in der Region. Und das wird sich hier auch nicht ändern. Wir sind nun mal eine Randregion vom Bundesland und ein Arzt im Dorf wäre schön, aber ist nicht realisierbar. Barlow ist eine 330-Seelengemeinde im Süden von Mecklenburg-Vorpommern. Und wir haben innerhalb von 25 Jahren es geschafft, eine soziale Infrastruktur zu schaffen, die für jede Generation lebenswert ist. Also das Ehrenamt ist ja die Säule von Barlow und dementsprechend haben wir jetzt zurzeit auch noch immer eine Idee, wie ist es lebenswert, wie können wir unsere ältere Generation im Dorf auch eine gewisse Lebensqualität noch ermöglichen, indem wir einen Bürgeraktivbus angeschafft haben und auch einen Bürgerservice, wo wir eben gewisse Leistungen anbieten können, damit man nicht in die nächste Stadt fahren muss oder gefahren wird. Wir haben 5 Vereine und haben eine hohe sportliche und kulturelle Angebote und sind noch stolz darauf, dass wir eine Kindertagesstätte, eine kleine Grundschule sowie eine Kultur- und Sporthalle, eine Begegnungsstätte, eine Bewegungslandschaft und 3 Spielplätze im Zentrum von Barlow haben. Und Achtung! Jetzt machen wir es andersrum, beim nächsten Stopp heißt es auf die Knie. Zahlreiche Initiativen und was wir hier an Lebensqualität uns aufgebaut hat, ist ohne Ehrenamt gar nicht möglich gewesen. Und da ist es eben wichtig, dass das Ehrenamt auch materiell mehr unterstützt wird, damit sie eben ehrenamtlich tätig sein können. Der entscheidende Punkt ist natürlich auch das bürgerschaftliche Engagement. Inwieweit gestalten die Bürger ihr Lebensumfeld auch vor Ort? Es liegt am Schluss dann bei Ihnen. Aber Sie können nicht erfolgreich sein, wenn die Gesamtbedingungen, also die Daseinsvorsorge und ihre Garantie und die Verteilung der Mittel nicht stimmen. Jetzt geht es eigentlich darum, sich darüber klar zu werden, was können wir politisch dagegen tun, dass sich diese Differenzierung weiter fortsetzt und vertieft. Also wir brauchten eine gesamtgesellschaftliche Diskussion darüber, was macht den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft eigentlich noch aus? Was darf das kosten?
Und da gibt es eigentlich nur eine allgemeine Antwort, die heißt, die Politik muss sich dieser Differenzierung sozusagen endlich stellen. Sie hat es in der Vergangenheit nie so richtig ernsthaft getan. Das alles setzt nur voraus, dass ich eine Politik betreibe, die die Gesellschaft zusammenführt und nicht eine Politik, die die Gesellschaft auseinandertreibt. Also nicht eine Politik für einzelne Gruppen oben, sondern eine Politik für die ganze Gesellschaft.